Es ist ein Paradoxum. Die Wirtschaft in Deutschland floriert, die Arbeitslosenquote sinkt und dennoch steigt die Armut in Deutschland weiter an. Die Mittelschicht hierzulande ist in Bedrängnis. Laut eines Berichts des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sind 40% der Bevölkerung vom Wohlstand abgekoppelt. 2018 waren knapp 20% oder fast jeder Fünfte von relativer Armut bedroht, was heißt, dass ihr Einkommen nur 60% des Durchschnittseinkommens beträgt. Wenn ich im Prinzip nicht weiß, wie ich nächsten Tag überstehen soll, wenn ich vom Mindesten leben muss, wenn der Gerichtsvollzieher, sag mal, im Prinzip immer so als Damoklesschwert über einen schwebt, weil man mit irgendwas nicht mehr klarkommt. So wird das verfrickt dann so schon so als beginnende Armut. Die Teilnahme am normalen Leben ist unter diesen Umständen kaum mehr möglich. Eine der stummen Folgen der Armut ist die Energiearmut. Damit sind Menschen gemeint, die sich nicht mehr leisten können, ihre Stromrechnungen zu zahlen. Schon einen Monat nach der ersten Mahnung sitzen sie ohne Licht und elektronische Geräte in ihren Wohnungen. Das liegt sicherlich einerseits daran, dass die Netzentgelte in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind. Und das wird dann eben umgelegt auf die Stromrechnung für die einzelnen Verbraucherinnen. Man spricht ja auch nicht umsonst von der sogenannten zweiten Miete. Die Netzentgelte für den Strom. Das sind die Gebühren der Netzbetreiber für die Verteilung und den Transport des Stroms und die Modernisierung der Stromnetze. Ein anderer Strompreistreiber sind die sogenannten erneuerbaren Energiegesetzumlagen. Mit der EEG-Umlage wird der Ausbau der Ökostromerzeugung finanziert. Ein weiterer Faktor, der den Verbrauchern auf ihren Rechnungen zu Lasten kommt, ist die Entlastung von Stromgebühren für energieintensive Industrien. Dieses Defizit, das in den letzten 3 Jahren auf über 2 Milliarden Euro stieg, müssen die privaten Haushalte mitfinanzieren. Da die Stromrechnungen sich seit den letzten 15 Jahren beinahe verdoppelt haben, Löhne aber stagnieren, können viele ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Es gibt in der Tat zu viele Energieschuldner, unabhängig von der Frage, wie viele, weil jeder Haushalt zählt. Weil abgeschnitten vom Strom bedeutet, dass man seine eigenen Grundbedürfnisse nicht mehr decken kann. Das ist ein ganz großer Einschnitt in das Leben. In Berlin sind es 16.525 Haushalte, die letztes Jahr, 2017, betroffen waren von Stromsperre. Über 330.000 Haushalten wurden insgesamt in Deutschland im letzten Jahr der Strom abgestellt. 6,2 Millionen Haushalten wurden wiederum Stromsperrungen angedroht. Allein die Begleichung einer Stromrechnung reicht aber nicht, um sich von seinen Schulden zu befreien. Verbraucher müssen sich auf Folgekosten von über 500 Euro einstellen. Diese beinhalten Mahn-, Sperr- und Entsperrungskosten sowie mögliche Anwalts- und Gerichtskosten. Ein Teufelskreis, in dem manche Menschen jahrelang feststecken. Es gibt in der Tat Verbraucher, die auch jahrelang ohne Strom gelebt haben. Aus der Beratung kann ich Ihnen sagen, es gab einen, der 6 Jahre lang ohne Strom gelebt hat. Also sowas, solche Fälle gibt es leider auch. Besonders in den kalten und dunklen Wintermonaten ist das für manche eine stille Katastrophe. Schwer betroffen sind am meisten Hartz-IV-Bezieher und ältere Menschen, die von der Mindestrente leben müssen. Ich bin bei ungefähr 700 Euro, so. Dann gehen bei mir Miete ab, das sind 306 Euro. Dadurch, dass ich ja ganz niedrige Betriebskosten habe, weil ich wunderbar eingebaut bin, die heizen alle für mich mit. Und warm Wasser und so weiter brauche ich auch nicht viele. Naja, und dann Stromrechnung habe ich 58 Euro. Dann kommt noch mein Telefon. Na, da können Sie sich ausrechnen, was bleibt. Na, davon muss ich dann monatüber klarkommen. Was Herrn Bonat zum Leben bleibt, sind ca. 300 Euro im Monat. Für Menschen auf Hartz IV, die durchschnittlich 200 Euro im Monat weniger beziehen, ist das ein hartes Los. Traurig, dass in Deutschland, eines der reichsten Länder der Erde, überhaupt so weit gibt, so weit geben muss. Ja. Die Regierung, die hat Milliarden und Abermilliarden für die Banken und diesen ganzen anderen Polit-Clowns, die bald gesagt. Aber für die eigene Bevölkerung bleibt nichts. Obdachlosigkeit müsste alles ja nicht sein. Aber interessiert keine Sau. Die Bundesregierung schaut tatsächlich weg. Obwohl die EU-Kommission in Brüssel seine Mitglieder schon im Jahr 2016 dazu aufgefordert hat, Messungen zur Energiearmut zu erheben, weigert sich die Bundesregierung, dem beizutragen. Aus der verpflichtenden Bewertung der Anzahl der Haushalte in Energiearmut folgt zumindest mittelbar das Erfordernis einer nationalen Definition der Energiearmut. Definieren will die Regierung Energiearmut aber nicht.
Somit zieht sie sich aus der Affäre. Das findet auch Herr Gnädig, der in Berlin die Berliner Engel gegründet hat. Hier können sich Bedürftige nach Ausweisung ihres Sozialempfangs frische Lebensmittel für weniger Geld besorgen. Unsere Meinung ist, dass der Staat sich aus vielen Sachen im Prinzip seiner Verpflichtung im Prinzip rauszieht und das eigentlich Ehrenamtlichen und Vereine und paritätische Wohlfahrtsverbände etc. und im Prinzip die ihre Verpflichtung aufbühlen und sich schön raushalten aus dieser ganzen Sache. Man muss es aber menschlich sehen und menschlich ist ja eigentlich schon seit Jahren alles auf der Strecke geblieben. Menschlichkeit heißt gleich Menschenwürde, was als oberster Wert tief im deutschen Grundgesetz verankert ist. Die Energieversorgung als grundlegendes Element der Daseinsvorsorge sollte also hierzulande gesichert sein. Solange die Bundesregierung die Energiearmut aber nicht einzeln definieren und bekämpfen will, werden in Zukunft weiterhin hunderttausende Menschen im Dunkeln sitzen. Muss man nicht zugeben, dass gewisse Reformen einfach notwendig sind, damit man eben nicht in so einer Situation ist wie jetzt zum Beispiel Frankreich? Ich habe ja nichts gegen Reformen. Natürlich muss man Reformen machen in einer Volkswirtschaft. Man kann nicht stehen bleiben, nur Reformen sollten dann aber bitte auch das gesamte Volk mitnehmen. Dass man wirklich sagen kann am Ende, das hat was für die Mehrheit der Bevölkerung gebracht. Die Reformen, die wir heute haben, sind einseitige Reformen, und da würde ich Reformen schwer in Anführungszeichen setzen, für eine ganz kleine, reiche Klientel. Ich meine, wenn der Vorgänger von Macron, Hollande, wenn der sagt, dieser Präsident ist nicht der Präsident der reichen Franzosen, das ist falsch. Er ist nur der Präsident der superreichen Franzosen. So, dann ist das genau sozusagen, was ich damit zum Ausdruck bringen will, dass man Reformen heute, und das gilt auch nicht nur für Frankreich, das gilt genauso für Deutschland, für alle Länder in der EU, ich hätte fast gesagt weltweit, dann ist das nicht in Ordnung. Dann gibt es Verwerfungen in der Gesellschaft. Die Gesellschaft segmentiert, sie spaltet sich immer mehr auf in Arm und Reich. Und das können wir beobachten. Und dann kriegen wir neue ökonomische Verhältnisse. Dann kriegen wir Verarmung, die wir überall beobachten können, selbst in reichen, in Summe reichen Industrieländern. Dann wirkt sich dieses auf die Politik aus, weil die ökonomischen Verhältnisse determinieren letztlich die politischen Verhältnisse. Ja, und dann bekomme ich in politischen Verwerfungen. Nichtsdestoweniger sieht die Situation in Deutschland ja gewiss anders aus als in Frankreich. Wir haben Reformen mit Schröder durchgemacht, Agenda 2010, die sind nicht beliebt gewesen. Nichtsdestoweniger, wir haben keine Jugendarbeitslosigkeit von 21%. Wenn Sie sagen, Reformen müssen quasi die Mehrheit mitnehmen, in Deutschland gewiss ist nicht jeder ein Gewinner gewesen, aber die Situation ist besser als die in Frankreich. Ja, Deutschland ist da in einer besonderen Rolle. Wir leben auf Kosten der anderen Länder. Das ist uns überhaupt nicht bewusst. Und außerdem, das teile ich überhaupt nicht, dass die Reformen, die Schröderschen Reformen, die Agenda 2010, dass die Bevölkerung in Deutschland mitgenommen hat. Das Gegenteil ist der Fall. Auch dies hat zu einer starken Segmentierung geführt. Wir haben einen riesigen Niedriglohnsektor in Deutschland, den größten übrigens in Europa. Wir haben auch Kinderarmut. Jedes fünfte Kind ist in Deutschland armutsgefährdet. Wir haben relative Armut, muss man der Fairness halber noch dazu sagen. Es ist immer eine relative Armut, das ist ja klar, aber deshalb ist sie trotzdem in diesem Land arm. Ja, 1.000 Euro Einkommen in diesem Land sind natürlich was anderes als 1.000 Euro in einem afrikanischen Land. So, mit 1.000 Euro, Sie müssen ja die Kaufkraft jeweils des Landes sehen. Deshalb natürlich auch relativ richtig, aber Sie sind arm. Punkt. So, wir haben ja eine dramatische Zunahme. In Deutschland leben etwa 14 Millionen arme Menschen. Wir haben eine Armutsquote in Deutschland von 16%. Da kann ich nicht davon reden, dass das positiv war. Und wenn Sie Arbeitslosigkeit ansprechen, ja, die Zahlen sind in Deutschland massiv manipuliert. Ich schreibe mir da die Finger wund seit Jahren. Ich glaube aber, dass bei vielen Leuten das schon angekommen ist, das Thema registrierte Arbeitslose und betroffene Arbeitslose. Nichtsdestoweniger, um nochmal auf Deutschland einzugehen. In Deutschland wurden ja viele Witze darüber gemacht, dass der deutsche Michel nicht auf die Straße geht, wie jetzt in Frankreich mit die gelben Westen. Ja? Und ich denke mir dann, vielleicht geht es dem, wenn man so möchte, dem deutschen Michel einfach noch zu gut. Ja, das würde ich so jetzt nicht ableiten wollen. Natürlich, der Deutsche ist da strukturkonservativer als der Franzose. Vielleicht liegt es daran, dass die Franzosen
das Jahr 1789 hatten. Das ist sicherlich auch eine Mentalitätsfrage. Da ist der Franzose anders unterwegs als der Deutsche. Aber dem Deutschen geht es ja auch besser als dem Franzosen. Wir haben ja nur ein paar Eckdaten angeschaut. Ich will es ja versuchen zu erklären. Es mag ihm vielleicht relativ ein wenig besser gehen. Da muss man aber auch die Ursache benennen. Die Ursache ist, dass wir als Deutsche hier eine Sonderrolle haben, weil wir einen gigantischen Exportüberschuss haben. Und das hat uns auch in diese ja noch einigermaßen wirtschaftlich stabile Rolle in Anführungsstrichen gebracht, weil wir auf Kosten der anderen europäischen Länder nehmen, auch auf Kosten von Frankreich. Frankreich ist unser größter Handelspartner. So, da gehen unsere Exporte hin. Und wenn eine Volkswirtschaft mehr exportiert, als sie importiert, dann exportiert sie Arbeitslosigkeit. Diese Volkswirtschaft produziert ja mehr, als sie selbst konsumiert, sonst könnte sie ja auch nicht diesen Exportüberschuss holen. So, das hat Deutschland auch relativ stabil gemacht. Das hat auch dazu geführt, dass die Arbeitslosenzahlen, die registrierten Arbeitslosenzahlen zurückgegangen sind, dass auch die Beschäftigung zugenommen hat, aber auch zu einem ganz hohen Preis. Und dieser hohe Preis heißt Prekariat. Das heißt, wir haben in Deutschland mittlerweile ein Prekariat, dass wir sagen können, 20% der Menschen, die Arbeit haben, haben so niedrige Einkommen, ja, dass man da wohl kaum von leben, aber offensichtlich auch nicht sterben kann. Aber das sind im Grunde genommen Menschen, ja, die heute nichts haben. Und wenn sie heute nichts haben, das vergessen häufig dann auch junge Menschen, ich sage das auch häufig meinen Studierenden, dann haben die im Alter auch nichts. Wir reden jetzt von der Rente natürlich. Von der Rente natürlich. Mhm. Das ist ja völlig klar. Das muss man auch zu Ende denken. Wir laufen ja in Deutschland, das zeigen alle wissenschaftlichen Studien, eine gigantische Altersarmut rein. So, und das macht mir große Sorgen. Und da kann man nicht von jetzt Reformen reden, die positiv waren, die Bevölkerung mitgenommen haben. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. In Deutschland wird ja auch die Vollbeschäftigung bejubelt. Sie sind damit überhaupt nicht einverstanden. Warum nicht? Ja, weil wir die nicht haben. Wir haben nach wie vor Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Seit den 70er Jahren, sagen Sie. Seit der schweren Weltwirtschaftskrise 74, 75, da haben wir uns nie mehr von erholt. Ja, und wir haben seitdem Arbeitslosigkeit. Massenarbeitslosigkeit. Und da muss man ja auch immer sagen, wenn ein System, eine Ordnung, eine Wirtschaftsordnung offensichtlich dann ja nicht in der Lage ist, allen Menschen einigermaßen eine Arbeit zu geben, und ich rede überhaupt nicht hier jetzt von ganz tollen Arbeitsplätzen oder wie ich einen habe, ich bin ja privilegiert in dieser Gesellschaft als Professor. Nein, darüber rede ich nicht. Sondern ich rede darüber, eine Arbeit zu haben, wo man einigermaßen, ohne dass man im Prekariat lebt, eine Planbarkeit hat für sein Leben, wo man einigermaßen auch ein Einkommen realisiert, wo man mit durchs Leben gehen kann. Wir haben früher immer von dem sogenannten Normalarbeitsverhältnis gesprochen. Das war definiert. Das war ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das war ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, das war ein tarifvertraglich abgesichertes Arbeitsverhältnis und das war ein mitbestimmt orientiertes Arbeitsverhältnis. Wenn Sie diese Punkte mal nehmen, dann ist das völlig weggebrochen. Diese Arbeitsplätze gibt es nicht mehr. Ja, und das ist eben auch, was für Verunsicherung sorgt, was die Menschen auch wütend macht. Das kann ich verstehen, das kann ich auch emotional nachvollziehen, weil ich es ganz wissenschaftlich auch nachweisen, empirisch, warum das so ist. Aber das liegt doch auch daran, dass wir jetzt anders im Wettbewerb stehen zu anderen Ländern. Im Wettbewerb haben wir immer gestanden, das ist ja eine Lehre. Aber nicht auf derselben Art und Weise. Ich meine, wir sind mehr globalisiert heute als früher. Die Menschen sind mobiler heute als früher. Wir haben den Schengen-Raum, das heißt, man konkurriert mit dem ganzen europäischen Raum, was Arbeit angeht. Ja. Die Situation ist durchaus anders als vor 40 Jahren. Da muss ich auch widersprechen. Eine Globalisierung hat es immer gegeben. So, wir haben sicherlich heute offene Märkte, auch durch die EU, dass wir da die Freiheit der Märkte haben. Aber was entscheidend heute dazu gekommen ist, ist die Freiheit der Kapitalmärkte. Das hätte Politik nie zulassen Und Freiheit dürfen. Der Arbeitsmärkte. Ja, das ist auch ein relevanter aber entscheidend Punkt. Ist, dass wir durch diese Freiheit, durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte einen Druck auf den Kessel bekommen haben, dass auch das Finanzkapital heute in Sekundenschnelle erpresserisch
unterwegs sein kann und damit in die reale Wirtschaft, in die produzierende Wirtschaft hineinwirkt. Deshalb sprechen wir heute ja auch von einem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Das Finanzkapital, das weltweit vagabundierende Finanzkapital, hat weltweit die Herrschaft übernommen. Das ist der Punkt. Gut, aber das sind ja die Bedingungen, in denen wir heute sind. Das ist einfach die Ist-Situation, der Status quo. Ja, aber den könnte man leicht ändern. Man müsste die Herrschaft der Finanzmärkte, die müsste man bändigen. Da ist Politik. Aber Sie meinen, dass jetzt diese Freizügigkeit, was Arbeit angeht, die müsste man nicht einschränken, Ihrer Meinung auch nach? Auch die würde ich einschränken. Auch die müsste reguliert werden. Man kann nicht die Welt so regulieren, wie man sie sozusagen auch liberalisiert hat. Man hat alle Hemmnisse weggenommen. Man braucht eben ein paar Bremsen im System. Oder Grenzen. Ja, oder Grenzen, dass man die aufzeigt, dass eben nicht alles möglich ist. Weil der Mensch, jeder Mensch muss sich verwerten mit seiner Arbeitskraft. Mehr haben die meisten Menschen ja nicht. So, und wenn man denen dann das auch noch nimmt, diese Reproduktionsmöglichkeit, und wie gesagt, ich rede hier überhaupt nicht von Rieseneinkommen, nein, das wollen die Menschen, die meisten auch gar nicht. Sie wollen aber eine einigermaßen vernünftige Planbarkeit für ihr Leben mit einem einigermaßen vernünftigen Einkommen. Wenn heute junge Menschen nicht mal mehr planen können, eine Familie zu gründen, weil sie dann in absolute Armut absacken, ja, dann stimmt was im System nicht, dann ist das einfach nicht in Ordnung. Also wenn wir jetzt, wie Sie sagen, Massenarbeitslosigkeit seit den 70ern haben, wir haben gewiss keine Vollbeschäftigung, auch wenn das von den Medien immer wieder wiederholt wird. Warum werden dann Gesetze wie ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet und man sagt, ja, wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland? In gewissen Branchen ist das sicherlich der Fall. Ja, aber das wird ja ein bisschen breiter gefächert. Warum wird dann sowas gemacht? Also erstmal, es gibt keine einzige wissenschaftlich seriöse Studie, die belegt, dass wir in Deutschland einen flächendeckenden Fachkräftemangel haben. Das wird populistisch, ideologisch benutzt, ja, und sonst gar nichts. Haben wir nicht. Das ist im IT-Bereich vielleicht? Das ist auf Teilarbeitsmärkten, weil den Arbeitsmarkt schlechthin gibt es ja nicht. Es gibt immer nur Teilarbeitsmärkte. Ja, da kann temporär dann eine Verknappung auftreten, das mag sein. Der große Nationalökonom Paul Krugman, der Nobelpreisträger, der US-Amerikaner, der ist da auch mal in einem Gespräch konfrontiert worden in den USA. Da hat er den Unternehmern gesagt, zahlt den abhängig Beschäftigten anständige Löhne, dann wird sich die Knappheit schnell auflösen. So, das muss man ja auch immer vom Preis her sehen. Aber dass da mal temporäre Knappheiten auftreten auf Teilarbeitsmärkten, das ist bei uns Volkswirten, ja, das ist eigentlich keine Rede wert. Warum brauchen wir dann ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Im Gegenteil. Würde das den Arbeitsmarkt nicht nur noch mehr unter Druck setzen? Nein, erstens das im Inland und zweitens schädigt das ja die Länder, das sind ja Drittstaaten außerhalb der EU, in der EU haben wir ja die Freizügigkeit, das schwächt ja genau eben die Länder, wo wir dann deren Fachkräfte noch dort abziehen, wo sie selbst diese ja eigentlich in ihren Ländern benötigen, um dort in diesen Ländern, die ja meistens nicht auf Rosen gebettet sind, um sich überhaupt entwickeln zu können. Das heißt, wir schaden damit diesen Ländern. Das ist eine völlige Fehlallokation, die man hier macht, die völlig egoistisch ist, ja, die nur auf Deutschland fixiert ist. Wir wollen hier temporär dann Fachkräfte sozusagen reinholen und da die Knappheiten auf den Teilarbeitsmärkten aufheben. Aber wir denken null daran, was wir in den Ländern anrichten, wo wir sie abholen. In Deutschland haben sich die Reallöhne, glaube ich, die stagnieren seit 13 Jahren oder so. Was ist denn Ihre Einschätzung? Warum ist das so? Ja, auch das ist schnell erklärt. Wenn wir Massenarbeitslosigkeit haben, wenn die wahre Arbeitskraft im Überschuss vorhanden ist, sinkt der Preis. Und das ist der Lohn. Und trotzdem wird von Vollbeschäftigung gesprochen. Trotzdem wird gesagt, wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote. Ja, Sie müssen mal fragen, wer spricht davon? Die Neoliberalen sagen das. Ja, die Neoliberalen, ich sage das nicht. Das sagen neoliberale Ökonomen, ideologisch, populistisch. Das ist populistisch, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das sage ich auch in aller Deutlichkeit. So, nein, wenn wir einen Überschuss haben, wir haben Massenarbeitslosigkeit, dann ist doch völlig klar, dass der Preis verfällt, dass der Lohn sinkt. Und es kommt ja noch was hinzu. Wir Ökonomen nennen das die Anomalie,
in der Arbeitsangebotsfunktion. Wenn der Preis sinkt, dann gehen die Menschen näher, um ihr Einkommen einigermaßen zu stabilisieren. Dann bieten sie noch mehr ihre Ware an. Und indem sie dann noch mehr Überstunden anbieten, ja, Überstunden und so weiter, dann verfällt der Preis in der nächsten Periode noch mehr. Also es ist auch nochmal eine kontraproduktive Wirkung, immanent sozusagen in diesem Markt dann vorhanden, was die wahre Arbeitskraft ist, weil es ist nun mal eine besondere Ware.